Na toll. Dann jetzt ohne von Jetson. Und damit herzlich willkommen in unserem sonnigen Überseestudio. Wir werden immer öfter gefragt, hier bei YouTube oder auch bei Instagram, was wir studiert haben, was wir gelernt haben, welche Ausbildung wir haben, um jetzt irgendwie diesen Garten zu bewirtschaften oder um überhaupt das tun zu können, was wir gerade machen, was wir beruflich machen. Also es sind immer sehr, sehr viele Fragen so zu diesem Thema, ja, wie finanziert ihr euch oder was habt ihr gelernt, um eben hier zu sein, da zu stehen, wo ihr jetzt steht. Genau, und wir dachten, heute klären wir euch mal ein bisschen auf und los geht's. Genau, also Matacheles, ich habe Landschaftsarchitektur studiert und Greta hat Agrarwissenschaften. Nein, surprise, wir haben das nicht studiert. Und bevor wir dazu kommen, woher wir das Wissen haben und die Erfahrung, dass wir so machen, wie wir es machen, erzählen wir erstmal ein bisschen was dazu, was wir studiert haben oder auch nicht. genau, oder fangen wir mal an. Ich finde es allgemein krass, dass das immer so ein Thema ist, so hey, was hast du studiert oder was muss man dafür studieren? Oder was hast du auch für eine Ausbildung gemacht? Und das sind ja alles keine Dinge, die irgendwie grundsätzlich verkehrt sind. Ganz im Gegenteil, das ist ja super gut und cool, dass man studieren kann, dass man eine Ausbildung macht. Aber ich finde irgendwie die Erwartung in der Gesellschaft, diese Leistungsorientiertheit und aber auch gleichzeitig, dass man erwartet, dass man was studiert hat, um ein bestimmtes Ding zu machen. So, wenn ich Bock habe zu reiten, dann muss ich reiten, nicht studieren. Und wenn ich Bock habe, Filme zu machen, dann muss ich Filme machen, nicht studieren. Und wenn ich Bock habe zu gärtnern, dann muss ich nicht gärtnern oder Agrarwissenschaften studieren. So, ich glaube, das ist irgendwie ein entscheidender Punkt in unserem System, den wir manchmal irgendwie vergessen. Ich glaube, man muss einmal dazu verstehen, was Studieren bedeutet, weil Studieren bedeutet, dass man eben ganz, 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 ganz viel und explizit zu einem bestimmten Thema erlernt. Was aber erstmal nicht heißt, dass man es sich nicht selber aneignen könnte und was auch nicht bedeutet, wenn man es nicht studiert hat, dass man es nicht versteht, sondern vielleicht entscheidet man sich nur einen Teilbereich daraus zu erlernen oder so. Das ist erstmal dieses Grundprinzip von Studieren und am Ende des Tages ist es eben, ja, man hat etwas gelernt, meistens rein theoretisch oder fast nur theoretisch und hat am Ende ein Stück Papier in der Hand, wo drauf steht, hey, das kannst du jetzt rein theoretisch tun. Ja, das ist ein bisschen falsch in unserer Gesellschaft angekommen und es hat einen viel zu hohen Stellenwert, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, dieses Stück Papier. Total. Es ist halt ein Stück Papier. Oder nicht mal das, es ist halt einfach irgendein PDF-Dokument. Und interessiert sich niemand dafür. Noch nie wollte jemand irgendwie mein PDF-Dokument sehen. Und auch hier muss man natürlich kurz, es gibt natürlich auch Berufe, wo das der Fall ist, die man sonst nicht ausüben kann. Und es ist auch voll okay. Und wir wollen hier auch in diesem Video niemanden fertig machen, der studiert hat. Und Berufe, die man irgendwie nur ausüben kann, wenn man studiert hat. Ob das so richtig ist, ist eine ganz andere Frage. Also ich würde gerne, dass ein Herzchirurg, der mein Herz operiert, vorher jemandem sein PDF-Dokument gezeigt hat. Und ich habe ja selber auch studiert. Aber so, ja. Trotzdem muss man nicht alles studieren, aber dazu später mehr. Greta, erzähl doch du jetzt erstmal zu dir. Genau, ich habe nicht studiert und ich habe auch keine Ausbildung und trotzdem sind beides Dinge, die ich jetzt auch nicht grundsätzlich ausschließen würde für mein Leben, weil ich finde es unfassbar schön, die Möglichkeit haben zu können, wenn man sich für etwas ganz, ganz doll interessiert, das auch studieren zu können. Ich habe für mich persönlich so ein bisschen entschieden, okay, aus der Schule rauszukommen vor eben ein paar Jahren und dann direkt in irgendein Studium oder eine Ausbildung reinzuspringen, fühlt sich nicht so richtig passend für mich an. Es gab auch einfach damals oder bisher immer noch nicht das, was ich jetzt eben mache als Studiengang. Das ist ein ganz anderes Thema, dass es das in der Form einfach nicht gab. Und dann habe ich mich ein bisschen durch Ausprobieren und einfach arbeiten gehen und Erfahrungen sammeln und viel selbst Studium weitergebildet und ich glaube, es ist eine unfassbar tolle Möglichkeit, sich an Menschen zu wenden, die das machen, an sich zu glauben und dahinter zu stehen. Ja, so viel dazu. Und um jetzt einmal zu diesem Gartending zu kommen, das Gartending meine ich damit gar nicht. Das Gartending ist einfach was, worauf wir Lust hatten, was wir einfach gemacht haben, weil wir es gerne machen wollten. Und das ist eben so das Paradebeispiel für: Mach es doch einfach, wenn du Bock drauf hast. Und dann googelt man halt,
oder Ecosia hat man halt, wann was ausgesät wird, man liest ein Buch dazu und wenn man immer noch eine Frage hat, dann gibt es bestimmt Leute im Umfeld, die auch schon mal eine Tomate angebaut haben, die man fragen kann. Macht nicht so eine riesige Sache aus kleinen Sachen, wo man ausprobieren kann, das ist, Tomate anzubauen, ist nicht die Weltherrschaft übernehmen, wo man jetzt irgendwie viel wissen sollte. Im schlimmsten Fall wächst das Ding nicht oder es geht ein. Und das kann dir auch passieren, wenn du Landschaftsbau studiert hast und alles über Tomaten weißt, aber leider regnet es den ganzen Sommer und dieses Ding hat Braunfäule. Ich glaube, man steht sich damit auch viel zu sehr selber im Weg. Also ich als Kind, ich wollte immer irgendwas mit Medien machen und ich wollte Filme machen und ich wollte Content kreieren. Und ich stand mir da immer total im Weg, oder was heißt ich, aber so die Erwartungen an mich standen mir da manchmal so ein bisschen im Weg, weil es immer hieß ja, okay, der Junge muss studieren und das wurde irgendwie so erwartet, wenn man Abitur macht, dass man danach auch studiert. Und ich war so, okay, was studiere ich dann? Ich will doch eigentlich voll was mit Film machen, aber das kann man nicht studieren. Und dann habe ich entdeckt, okay, fuck off, man kann es sogar studieren. Habe mich dann für so einen Medienschwerpunkt Filmstudium entschieden. Und es war auch irgendwo gut, weil es so ein bisschen Struktur gegeben hat, aber es war vor allem ein riesiger Vorwand, so, hey, ich studiere jetzt, so lass mich in Ruhe. Und da konnte ich dann super tolle eigene Projekte machen und mich irgendwie dafür und mich darin weiterbilden, in dem, was mich wirklich interessiert in diesem Bereich. Weil so das Studium hat ja schon irgendwie Grundsteine gelegt, aber letztendlich 95% von den Sachen, die ich jetzt irgendwie gelernt habe und kann, habe ich halt nicht durch das Studium bekommen. Aber ziemlich viel trotzdem in der Zeit des Studiums, weil mir das Studium einfach so eine Zeit und einen Rahmen gegeben hat, bestimmte Dinge auszuprobieren. Also wenn du Gärtnern willst und so gar keine Ahnung von irgendwas hast, dann hol dir einen Schrebergarten und fang an. Und wenn du aber Bock hast, dich dann weiter mit zu beschäftigen oder du gerade irgendwie so eine Art Vorwand brauchst, dann ist Agrarwissenschaften vielleicht gar nicht so ein doofes Studium. Also so, ich meine, was spricht dagegen? Aber so von meinem jetzigen Standpunkt aus würde ich sagen, wenn man Bock hat auf Filme machen, dann mach einfach Filme und so, was man nebenher macht, ist ja dann total egal. Und wenn da sich so ein Medienstudium, Filmstudium, whatever gerade integriert, dann ist das cool. Und wenn nicht, dann nicht. Also so, nur weil du gerade nicht Film studierst, oder weil, heißt das nicht, dass du das nicht machen kannst. Oder das übertragen für alles andere oder für das meiste andere. So. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig zu unterscheiden. Also bei uns ist es nun mal eben jetzt so, dass wir, gerade was diese Film- und Medienbranche angeht, dass es, glaube ich, eine Leidenschaft von uns ist. Und wir das jetzt eben mittlerweile beruflich machen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man einfach Lust am Garten und am Gärtnern hat und nebenbei Erzieherin ist oder Erzieher. Ne? Also man muss ja nicht das, was die Leidenschaft ist und wo man sich weiterbildet, auch beruflich machen. Das ist ja nicht so zwangsläufig aneinander gekoppelt. Wenn das irgendwie so passiert, wenn sich das für jemanden anbietet, wenn jemand Lust darauf hat, dann ist das natürlich eine tolle Option. Aber auch hier, ich glaube, man darf nicht denken, ja, dass andere machen das auch so. Andere machen, keine Ahnung, machen eben mit Medien vielleicht ihr Geld. Und das will ich jetzt auch. Und dann probiert man das 2 Monate und das funktioniert nicht, sondern das ist irgendwie ein Entstehungsprozess und man arbeitet vielleicht auch erstmal in einem anderen Job noch weiter, der wirklich einfach so eine Lohnarbeit ist und eben so ein bisschen den Lohn rausholt, dass man sich irgendwie sein Leben leisten kann und baut sich das nach und nach auf und vielleicht bleibt es dann auch nur bei einem Nebenerwerb, vielleicht wird es irgendwann, kann man davon leben oder man sagt halt, gut, es ist einfach nur eine Leidenschaft und ein Hobby von mir und es ist mir egal, wie viel ich damit verdiene. Also ne, man kann gärtnern und Spaß haben. Und vielleicht sogar sagen, hey, mein Anspruch ist, mich selbst zu versorgen. Man kann aber auch sagen, hey, ich möchte 100.000 Tomaten anbauen und will die verkaufen und davon leben. Also ne, das ist so ein bisschen, ich glaube, da muss man sich persönlich einfach mal überlegen, was möchte man. Und auch wegkommen von diesem, ey, aber die machen das auch, genauso will ich das auch. Weil jeder hat irgendwie seinen eigenen Weg. Und ich glaube, auch wir beide haben einfach ganz verschiedene Wege gehabt, um irgendwo hinzukommen, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, da, wo wir jetzt sind, ist es schon auch ähnlich. Aber das ist einfach ganz, ganz individuell und ich glaube, da muss man sich ein bisschen selber vertrauen und aber auch so ein bisschen den Mut und den Biss haben, um das zu machen, ne? Weil das eben nicht so zack ja, ist. Total, aber ich glaube, es ist auch total wichtig, nochmal, um an dieses mehrere Standbeine-Ding, was du gerade so ein bisschen angerissen hast, anzuknüpfen, dass man eben verschiedene Sachen macht, weil stellt euch vor, wir hätten jetzt Landschaftsbau und Agrarwissenschaften studiert für unseren Garten. Von was würden wir letztendlich leben? So romantisch, wie das immer klingt, aber das ist ja genau diese, hey, das macht uns Spaß und wir machen das nebenbei Sache. Und ja, wir bekommen vielleicht mal irgendwie ein paar lustige Sachen für unsere Hühner zugeschickt.
Aber das ist ja nichts, was wir dann essen können selber oder wovon wir unsere Krankenversicherung bezahlen und so weiter. Und da ist es vielleicht viel interessanter, sich dann einen weiteren Bereich zu suchen, von dem man wirklich leben kann, wie jetzt zum Beispiel wir vom Filmemachen und dem Content Creation. Aber letztendlich muss ja gar nicht alles was sein, womit man Geld verdient und worin man dann eine Ausbildung macht oder das studiert. Ja. So, aber jetzt habe ich nicht Agrarwissenschaften studiert und nicht Landschaftsbau und ich will jetzt einen Garten machen. Woher haben wir unser ganzes Wissen dafür? Oder auch dich wissen. Ja, genau. Ich glaube, das trifft es, nämlich auch das Nichtwissen. Erstmal, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel durchaus probieren und eben nicht das Nichtwissen. Und auf der anderen Seite, wir haben unfassbar viele Gartenbücher und uns auch im letzten Jahr unfassbar viele Gartenbücher gekauft. Also wir haben da ganz, ganz viel Zeit reingesteckt und lesen immer noch ganz fleißig. Und letztes Jahr war ja unser erstes Gartenjahr. Man muss sagen, du hattest auch ein bisschen Vorwissen, weil deine Familie einfach immer so ein bisschen Gemüse angebaut hat. Und wir haben einfach geguckt. Im letzten Jahr, jeden Monat, haben wir in die Suchmaschine eingegeben, was wird ausgesät, oder wir hatten irgendeinen Pilz bei den Pflanzen, dann haben wir gegoogelt, so und so sieht der Pilz aus, was machen wir dann? Ja, und so eignet man sich nach und nach das Wissen an. Wir haben auch hier bei YouTube bei ganz vielen Garten-YouTubern und YouTuberinnen rumgeguckt und uns Inspirationen und Ideen geholt. Und irgendwann kommt man halt an so einen Punkt, wo man vielleicht dann einfach so die Basics drauf hat und sich jetzt irgendwie mit anderen Sachen beschäftigen kann. Und wir hatten das Glück, dass wir auch Bekannte hatten in unserem Umfeld, wo wir dann live in den Gärten waren und mit denen halt gesprochen haben und irgendwie auch ähnliche Probleme vielleicht hatten und die das aber schon kannten, weil die seit 10 Jahren Gemüse anbauen und gesagt haben, ja, das ist blöd, aber macht mal das und das so. Und ich glaube, so ist es entstanden. Und einfach auch durch dieses Trauen, ne? Also auch mit den Hühnern, ich finde, man muss sich das überlegen, gerade wenn man Tiere sich anschafft, ist es halt nicht so, oh, habe ich mal Bock auszuprobieren, sondern es ist schon eine Entscheidung, kann ich für die sorgen und so weiter und so fort. Aber da haben wir dann gesagt, ja, und wir haben uns auch im Laufe der Zeit einfach immer mehr damit beschäftigt und immer mehr dazugelernt. Das ist, glaube ich, das Ding, was uns dahin gebracht hat, jetzt speziell auf den Garten bezogen, wo wir jetzt sind. Und genau, und ich glaube, es ist auch gerade dieser Austausch mit anderen Menschen. Also das ist was, das hat mir auch, nochmal zum Studium zurückzukommen, das ist eine coole Sache am Studium, dass man sich mit Sachen, mit Leuten austauschen kann. Aber bei vielen Unis auch das Problem, das finde ich persönlich, dass viele Dozenten gefühlt an der Uni sind, die keinen Bock mehr auf die Industrie hatten oder in der Industrie nicht so happy waren und letztendlich neue Leute für die Industrie ausbilden. Und diese Rechnung geht irgendwie nicht auf, finde ich es am Ende. Und deswegen habe ich mir mal ganz viel Austausch gesucht mit Leuten aus der Industrie oder eben mit Leuten, die auch einen Garten haben. Und das ist was enorm hilfreich ist, weil diese ganzen Sachen, die man erfährt, wenn man arbeitet in dem Bereich oder wenn man einen eigenen Garten hat oder wenn man im Filmbereich arbeitet, so, das sind die Bereiche, über die wir jetzt irgendwie erzählen können, das sind Sachen, da hast du keinen Bock, die abends dann noch in ein Forum einzutippen. So, die erzählst du mal irgendwie Leuten bei einem netten Café, aber so, das sind Sachen, die kann man gar nicht googeln. Und deswegen ist das, glaube ich, halt eine richtig wichtige Sache, die man neben dem Studium oder neben dem einfach mal ausprobieren nochmal in Betracht ziehen kann, dass man sich einfach Leute sucht, vielleicht bei dem sogar mal ein Praktikum macht, oder halt einfach nur mit denen mal nett redet, irgendwie die auf einen Kaffee einlädt oder so und irgendwie eine gute Zeit zusammen hat. Und ich glaube, da lernt man auch richtig viel. Und wodurch wir noch viel gelernt haben, sind Bücher. Also, weil gerade dieses Gartenwissen so, wir haben jetzt auch neuere Themen, die es noch nicht so in Büchern gibt, mit denen wir uns dieses Jahr ganz viel beschäftigen. Aber vor allem Permakultur, nachhaltig Gärtnern und so, das sind Sachen, die findet man viel besser aufgearbeitet in Büchern als irgendwo sonst. So, und es ist, glaube ich, auch eine total wichtige Wissensquelle. Und letztendlich, wenn man das studiert, blättert man auch nur ganz viel in Bücher. Und damit ich meinen Garten haben kann, brauche ich nicht einen Bachelor of Arts in Agrarwissenschaften. Ja, und ich glaube einmal, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe aber keine Leute in meinem Umfeld, die zum Beispiel Ahnung von Gärtnern und so weiter und so fort haben und ich möchte eben trotzdem persönlichen Austausch, dann schaut auch einfach irgendwie mal nach, ob es Workshops gibt, ob es Leute gibt, es gibt ganz, ganz tolle Leute, die zum Beispiel Beratung für Gärten machen unter dem Schwerpunkt Permakultur und so weiter und so fort. Also informiert euch da und sucht euch sonst einfach Netzwerke, Gruppen, Personen, die eben Ahnung haben, die auch gerne ihr Wissen weitergeben, weil das einfach eine riesige Community ist, die sich gerne darüber austauscht und euch da auch bestimmt Lust hat zu unterstützen und euch zu helfen.
So. Und wir machen das ja eben auch, und dieses Jahr wird es ja noch ein bisschen mehr werden, dass wir eben auch Workshops zum Thema Urban Gardening oder auch Garten anlegen und noch so ein paar Spezialsachen, die dann demnächst rauskommen, geben wird. Einfach weil wir Lust haben auf einen Austausch und ja, so ein bisschen Inspiration geben und vielleicht auch einfach Fragen beantworten, so, und Wissen zu teilen. Genau. Soll ich mal die Katze reinlassen? Ja, sie hat schon, unsere Katze hat schon geschrien. Komm, Frau Nesal. Möhre! Hallo! Hallo! So. Cool. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen... Hey. So. Panizanzeit. Sie hofft, dass wir euch helfen konnten. Oder ein bisschen Inspiration geben können zu diesen Themen. Ja, vielleicht steckt ja gerade einer von euch in der Entscheidung, hey, was studiere ich oder was mache ich für eine Ausbildung oder was mache ich? Vielleicht können wir dir ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht können wir auch euch andere Menschen noch ein bisschen inspirieren. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Was ihr auch macht. Vielleicht, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Genau. Cool. So, Frau Nilsson sagt Tschüss. Frau Nilsson und wir drehen jetzt noch eine Runde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kommchen.